Moin, moin, meine lieben Mit-Division-Agenten und herzlich willkommen zu mal wieder einem weiteren kleinen Infovideo. Ich komme aus den Infovideos gerade gar nicht mehr raus. Sei es drum, macht ja Spaß. Vor ein paar Tagen habe ich euch ja schon mal ein Video vorgestellt, wie man an die Retro-Uniform, also hier diese Zweite Weltkriegs-Uniform, rankommt. Diese Mission gehört zu einer der 5 versteckten Missionen, die wir hier in Division 2 finden können. Und jetzt Achtung Spoiler, wer die anderen 4 Missionen lieber selber finden möchte, der schaltet jetzt besser aus. Und alle anderen, die nicht suchen wollen oder es schon aufgegeben haben zu suchen, ihr bleibt einfach kurz noch dran. Die 5 versteckten Missionen nennen sich einmal der vermisste Kurator, vermisster Sammler, vermisster Drahtsammler, Übertragung von Navy Hill, das ist übrigens die mit der Zweiten Weltkriegsuniform, und Parkhauslager. Und fangen wir gleich an mit der Mission Vermisste Sammler. Diese finden wir hier in Constitution Hall, etwas oberhalb des Safehouses, wie hier auf der Karte zu sehen. Sobald ihr dort in der Nähe seid, poppt auch schon ein Pfeil, also eine Auftragsmarkierung auf eure Karte auf. Und dann ist der Weg eigentlich ganz einfach zu finden, wie man dort hinkommt. Und wenn ihr dann die Mission angenommen habt, dann poppt auch schon der Nebenauftrag auf eurer Karte unterhalb des Safehouses auf. Weiter geht es im Bezirk des Westends, dort kriegen wir die Mission Parkhauslager, wie auch hier auf der Karte zu sehen. Dort müsst ihr hinlaufen und wenn ihr in der Nähe seid, poppt das Ganze auf, ihr lauft hier runter in die Kirche und ihr bekommt dann diese Mission und die Mission poppt dann auch wie eben auch schon auf eurer Karte auf. Die Mission Vermisster Drahtsammler finden wir im Bezirk Judas City Square, Judy's, wie spricht man das denn bitte aus? Hier rechts in der Ecke, neben der Dark Zone, da müsst ihr hin. Wie auf der Karte zu sehen, wir laufen hier durch das Gebäude durch, das Seil hoch, die Leiter hoch und oben auf dem Dach finden wir dann den nächsten Auftrag, annehmen und dann poppt auch die Mission wie sonst auch auf der Karte auf. Weiter geht es in der Nähe vom Schloss im Bezirk Southwest. Dort gehen wir etwas nach links, da ist eine Tiefgarage. Da gehen wir runter, durch diese Tür durch, die Treppe runter und da finden wir dann unseren nächsten geheimen Auftraggeber. Sieht man hier auf dem Video nicht, weil ich hatte da vergessen, die Aufnahme zu starten. Naja, aber ihr wisst, wo ihr hinlaufen müsst. So, und die 5. Mission, wie gesagt, ist die Geschichte mit der Zweiten Weltkriegsuniform. Das habe ich ja schon vor ein paar Tagen hochgeladen. Da findet ihr diese und das war's dann auch schon für meine kleine Info. Ich hoffe, euch hat das Ganze mal wieder geholfen, weitergeholfen, gefallen, was auch immer. Achtung, Hashtag Werbung, teilt's auf Twitter, Facebook, Instagram und erzählt es Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante, Bruder, Schwester, Cousin, Cousine und erzählt's heute mal. Heute erzählt das mal keinem anderen mehr. Das reicht. In diesem Sinne, ich bin raus, euer XDX und ciao, ciao.